Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Wir machen heute ein Wunschkonzert und die werden wir uns gleich anschauen. Aber zuerst müssen wir hier noch den Sieger küren, der es geschafft hat, innerhalb von einer Woche mehr als 250 Videoaufrufe auf seinem Video zu erreichen. Und das ist in dem Falle der Hundenkneifer gewesen. Im CS52 hat es das Einzige geschafft, hat insgesamt 309 Videoaufrufe geholt und ist damit der glückliche Sieger. Morgen kommt das Gold. Da muss ich noch vorher checken, ob es da irgendwie irgendwas Spezielles gibt. Also das ist, hat man ja ab und zu diese speziellen Aktionen, dass man ein bisschen mehr Gold bekommt, wenn man mit PayPal auflädt oder mit irgendeinem anderen Bezahldienst. Das muss ich erst kurz nachchecken. Und dann wird morgen Gold im Wert von 10 € überwiesen. Und würde mich freuen, wenn du das Video siehst, dass du dich ganz kurz meldest, dass du es bekommen hast, wenn du es denn bekommen hast. Die anderen alle immer ja recht gut dabei gewesen, haben welche mit 139, mit 122 aufrufen, mit 219. Das war relativ nah dran, aber man muss halt auch, wenn man über 250 schafft, auch noch derjenige sein mit den meisten Aufrufen insgesamt. Deswegen ist da leider oder hat da der Hodenkneifer dann gewonnen im CS52. So, ich würde sagen, wir gucken uns zwei hübsche Replays an und vor allem noch einen kleinen Aufruf. Wenn ihr ebenfalls ein Replay habt, das an der Replay-Challenge dran teilnehmen soll, dann bitte einsenden. Auf meinem Kanal findet ihr die Daten, wo ihr mir das hinschicken könnt, also eine E-Mail-Adresse oder mein Facebook-Kanal. Einfach da drüben über den, ja, als persönliche Nachricht an mich schicken, könnt mir das auch in-game schicken, ist kein Problem. Bitte vorher bei WOT Replays hochladen. Nicht, dass ich das da extra noch hochladen muss. Das wäre nett, wenn ihr das vorher selber erledigen könntet. Und jo, ich würde sagen, zwei Replays gibt es zum Anschauen. Ihr seid schon ganz gespannt, so wie ich. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Wir fahren mit Flag, Fight Like a Girl vom Clan Skill im E50M. Mein letzter Zehner, den ich mir geleistet habe. Und bin mal gespannt, wie die junge Dame die gleich fährt. Ich habe ja aktuell noch keine besonders gute Runde auf dem zustande gebracht. Also ein Einser oder ein M ist selber noch nicht drin gewesen. Und wir gucken uns mal an, wie die liebe Fight Like a Girl hier mit der Möhre umgehen kann. Ist ein deutscher Panzer, von daher sprechen wir von einer relativ genauen Kanone. Mit 270 Durchschlag bei 390 Alpha-Schaden auf Premium-Munition, 330 Durchschlag bei 390 Alpha-Schaden. Die Heat-Munition fliegt hier 1200 Meter pro Sekunde. Das ist richtig flott für die Heat-Munition. Normalerweise liegt sie so bei 1000 oder deutlich drunter. APCR fliegt 1500 Meter pro Sekunde, also fast schon ein Lasergeschoss. Und 60 mm Durchschlag bei 510 Schaden, 1200 Meter pro Sekunde für eine HE-Granate ebenfalls extrem starker Wert. Sie haben Zählergefecht mit 9 Unterstützung. Wir haben im Gegnerteam 60 TP zweimal, fahren im Zug gegen ein Objekt 277, ebenfalls zweimal auch im Zug. Jo. Ist recht, ja, eine recht feine Karte. Wir sind auf Clip unterwegs und werden hier unsere, ich glaube, 8 Grad Gun Depression, die er hat, hoffentlich ein bisschen einsetzen. Turm ist ein bisschen eine Schwachstelle. Er ist nicht der allerhärteste. Man kann ihn aber, wenn man rechts und links ein bisschen dreht, ein kleines bisschen anwinkeln und dem Ganzen da, ja, okay, das Ganze ein bisschen angenehmer gestalten. Oh, da gibt es bereits ordentlich eine aufs Brett. Aber es soll sich nicht großartig stören, denn haben gleich mal die Badgett 25 Tonnen rausgenommen. Brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Sind noch auf Standardmunition unterwegs. Trotzdem haben wir ihm schon 401 Schaden da verabreicht. Kriegt jetzt von den anderen, die hier hinterhergekommen sind, ein bisschen Unterstützung. Haben wir Glück gehabt, dass die 277er hier langfahren. Also der schwere Zug quasi. Die werden sich jetzt darum kümmern, dass hier der 62A rausgeht. Wir bleiben auf Standardmunition. Sind bei 2061 Schaden und es dauert noch ungefähr 60 Sekunden, bis wir die Kanone reparieren können und unsere Genauigkeit zurückgeben, mit zurückbekommen, für die eigentlich der Deutsche bekannt ist. Jo. Seil ist hier geräumt, links. Wir haben einen Kill geholt, das war die Badgett 25 Tonnen. Und der T62 auch wieder rausgenommen vom 277, wenn ich das richtig sehe.
Dafür hat sich die Artillerie unseren ersten 277 geholt. Es steht 3 zu 2. Okay. Kommen wir hier eine vernünftige Position hin? Was haben wir denn da? Eine Batchet 25 Tonnen. Also die AP haben wir rausgenommen, die Batchet 25 Tonnen sind noch am Leben. Hat allerdings auch One-Shot-Potenzial, 378 HP. Wenn wir das relativ gut rollen, müsste man den normalerweise mit einem Schuss rauskriegen, müsste aber uns auch wirklich in unsere Richtung vor die Mündung fahren. Aber schon mal 2000 Schaden, in den ersten 2,5 Minuten ist schon schlecht. Nicht übel. Die junge Dame fährt das Fahrzeug hier mit Schokolade. Wir haben inzwischen auch die Reparatur da übernommen. Skoda T50 versucht uns da nochmal einen einzuschenken. Das heißt, auch die Artillerie weiß inzwischen wieder, wo wir sind. Wir können da aufpassen, dass wir hier vielleicht nochmal den einen oder anderen vor den Bug geknallt bekommen. Also mit Schokolade fahren bedeutet hier 10% Besatzungsvorteile. Das heißt, schneller nachladen, weiter schauen, besser tarnen, besser fahren und schneller reparieren. Wir fahren auch mit einem großen Repair-Kit, das sieht man da unten. Das bedeutet ebenfalls 10% schneller reparieren, auch wenn man es nicht benutzt. Das heißt, dafür, dass man es hat, kann man 10% schneller reparieren. Das 1516 holt sich da einer ab. Die Unterwanne ist weich. Oder die Wanne überhaupt ist weich, nur der Turm ist wirklich hart. Das selber schon erlebt. Habt ihr den einen oder anderen überschweren TD aus Deutschland, der am Turm abgeprallt ist? Mit Premium-Munition. Also mit 420 Durchschlag. Kiste ist auf jeden Fall lustig zum Fahren. Einer von zwei Zehnern, die ich erst mit einem M versehen habe. Falls das noch jemand nicht mitbekommen hat. Das ist die Durchschnittlichkeit, die bei mir spielt. Mehr und nicht mehr und nicht weniger. Aber Fight Like a Girl hat es tatsächlich drauf. Das Mädel kann richtig gut fahren. Hab einige Videos von ihr. Auf den meisten zeigt sie so richtig, was abgeht. Hier haben wir einen FH215B183, der holt sich da die erste Schelle ab. Bleibt er dann allerdings da stehen. Kriegt dann die nächste. Ist offen die ganze Zeit. Großer Nachteil, wenn man so einen großen Alpha-Schaden hat. Will halt unbedingt noch irgendwie einen Schuss rausbringen. Da haben wir einen E75. Holt sich eine zweite Kelle von uns. Und gleich geht sich noch einer aus, oder? Wenn er sich da nicht zu sehr verschätzt. Nee. Der ist schon vorher raus. Da haben wir leider keinen großen Einfluss drauf nehmen können. Wir warten hier oben, ob irgendwo die Artillerie schießt. Oder ein TD. Ja, eine Tortoise, die muss man in die zweite Reihe stellen. Die gehört nicht nach vorne. Nein, 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 nein. Doch super, wenn sie zum Schluss ihre ganzen HP verliert. Und nicht am Anfang. Okay. Tortoise gibt uns eine mit, 384 gibt es von der Artillerie, 383 gibt es von der Tortoise. Die lädt eben auch noch relativ schnell nach, denn der macht das nicht so viel Spaß, wenn man sich mit der anlegt. Aber die ist halt auch gut gepanzert und die gehört normalerweise zwischen zwei Häuser oder zwischen zwei Steine, zwischen zwei Felsen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und nicht in so eine scheiß Position, ich verstehe es nicht. Aber okay, kann man halt abfarmen, warum nicht? Decken daneben. Artillerie hilft hier noch ein bisschen mit. Jetzt wird sie auch ein bisschen fahren. Wir kriegen von der Artillerie nochmal einen drauf und können dann die Tortoise rausnehmen. Unser Kill Nummer 3, 4850 Schaden verabreicht. Eine Arti lebt noch, aber nicht mehr lange. Ah, da waren wir zu langsam. Da waren wir zu langsam. 1640 Schaden haben wir aufgeklärt, 620 Schaden haben wir geblockt. Haben dann ein bisschen Glück gehabt, dass wir zum Schluss nicht rausgegangen sind, denn der M53 hat natürlich Potenzial, uns mehr Schaden abzuziehen, hat daneben geschossen und hat uns da ein bisschen HP übrig gelassen. Am Ende sind es 4850, die wir verabreichen. Sogar noch ein bisschen mehr. 5128 sind es am Ende geworden. Nicht schlecht. Das Ganze ist nur ein 1er-Wert. E50M im Beast Mode. War eine recht flotte Runde. Vielleicht Fight Like a Girl hier mit einer absoluten, ja, absolut guten Leistung. Gibt es absolut nichts zu meckern. Wir haben 1126 Basis-XP gehabt und das reicht nicht für ein M. Es gab Zeiten, hat es für ein M gereicht. Da hat man den E50M mit 1080 ungefähr
auf ein M machen können, aber die Zeiten sind leider vorbei. Jetzt wird hier mehr verlangt. Ich schätze mal so um die 1200 müssen es auf jeden Fall sein. Da bin ich noch ein bisschen weit weg. Wir machen 33.000 plus, dadurch, dass wir gewonnen haben. Dadurch, dass wir für Konsumgüter eigentlich nichts rausgeben müssen. Wir haben 18 Schüsse abgefeuert, 13 haben getroffen, 13 haben erschlagen. Wir haben 2,2 Kilometer auf die Kette gebracht. Wir alle. Ne? Wir haben ja alle mitgeholfen. Das Fight Like a Girl sich hier so gut hat präsentieren können. 2200 Schaden, über 300 Meter und haben dafür etwas mehr als 6 Minuten auf dem Schlachtfeld verbraucht. Um 2.50 Uhr in der Früh, Heidewitzka Mädel. Da habe ich aber andere Sachen zu tun. Normalerweise Matratzenhorchdienst, aber ist egal. Ist egal. Ich würde sagen, wir springen ins zweite Replay und gucken mal, was ein anderer deutscher Panzer so drauf hat. Und das sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Wir fahren mit ML Heavy vom Clan KRST. Das ist die Gruppstahl. Servus, dickes Servus natürlich, wie immer. An die Gruppstahlgemeinde. Wir fahren Panzer 5-4. Einen Deutsch. Wir haben den echt pink gemacht. Warum? Warum? Warum pink? Um Himmels Willen. Kann man machen. Warum nicht? Warum nicht einen pinken Panzer 5-4? Fällt mir unheimlich schwer, das Ganze jetzt zu ignorieren. Wir haben 80 Schuss Standardmunition dabei, 110 Durchschlag bei 110 Schaden. Wir haben 66 Schuss Premium-Munition dabei, EPCA in dem Fall 158 Durchschlag, jawohl, bei 110 Schaden. Und auf HI haben wir 175 Schaden bei 38 Durchschlag. Damit werden wir uns jetzt hier aufs Schlachtfeld wagen. 150 Schuss Munition ist auf jeden Fall schon mal eine Erwähnung wert und bietet viel Potenzial für jede Menge Schaden. Wir haben eine Panzer 5 Wanne, also eine Panther Wanne, wenn man so will, und den Turm vom Panzer 4H wird bereits die erste Munition blind rausgegeben, einfach mal, weil sich das so gehört. Der Gegner führt da drüben ein paar Bäume um und das nutzen wir gnadenlos aus und holzen damit ein. Dadurch, dass man den Battle Pass erst ab Stufe 6 fahren kann, ist der Panzer dafür leider ungeeignet. Der Gegner lässt sich aber hier ordentlich eins reinschenken. So, wir sind offen, das heißt, wir werden es hier ein bisschen zurückziehen müssen. Eine Art pro Seite ist auf jeden Fall okay. Zwei Aufklärer pro Seite ist ebenfalls okay, aber dann sind wieder 5 TDs unterwegs. Das ist nicht so fein. Nur ein schwerer Panzer. Und der hat sich da nicht nach vorn getraut, sondern ist in der Mitte durchgefahren. Ist der Churchill 1 natürlich sofort explodiert. Die Briten explodieren am besten in der Mitte. Da ist der Weiland. Treffer Nummer 1. Nächster Treffer. Noch ein Treffer. Und jetzt in den finalen. Oh, Kette geschossen, Kette getroffen, ja. Am Turm ist er einfach zu schwach. Da haben wir einen T28. Kanone nicht so übel. Das Problem ist, dass der uns durch den Turm schießen kann, wenn er richtig zielt. Da gibt es die nächste. Dreht den Turm zur Seite. Kriegt die nächste und da steht es 3:1. Wir haben unseren ersten Kill vorhin schon geholt. 966 Schaden. Aktuell auf dem Konto, aber um den hier zu mastern oder vernünftig zu fahren, muss man deutlich mehr Schaden machen, als man selber an Strukturpunkten hat. Ungefähr, ja, das Vierfache, das Viereinhalbfache muss man mindestens hinlegen. Den Schaden selber spotten und so weiter, das kommt noch mit dazu. Und ja, so ist es. Wanne hält wie gesagt einiges aus, ist eine Pantherwanne. Der Panzer hat Special Matchmaking. Bam. Da kriegen wir da jetzt die erste eingeschenkt. Vom AT2 holt sich die nächste ab von uns. Da oben ist die Schwachstelle, genau. Ist auch riesengroß, haben wir kein Problem damit. Dann noch versucht die Kette zu ziehen. Knallhart. Nochmal versucht die Kette zu ziehen. Aber bewegt sich weiter. Treiben hier den Gegner quasi wieder zurück. Da nochmal die Kette, diesmal ist die Kette weg und wir können ihm da quasi das Licht ausblasen. 1480 Schaden gemacht, 2 Kills geholt, und jetzt kommt der Typ hier dran.
M4A1 und ebenfalls unser Kill, Kill Nummer 3 bei 1797 Schaden. Es steht 8:2, ziemlich eindeutige Angelegenheit. Der Gegner hat keine Panzer 5-4, habe ich das richtig gesehen? Ja. Ähnlich dominant wie ein Objekt 279 auf Level 10. Dann muss man hier gegen 8er antreten. Das ist auf jeden Fall unfair. Unheimlich mobil noch die Kiste dazu. Fährt ein 50er ganz locker. Gerne auch mal 55, wenn er Zeit und Lust hat. Und die Kette ordentlich geölt ist. Wir sind bei 2357 Schaden. Das wird noch nicht ganz reichen. Wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Wie gesagt, die Anforderungen sind extrem hoch. Aber ich weiß ja, dass ML Heavy hier genau weiß, was er macht. Das ist hier ja, ein fleißiger Einsender an Replays an meinen Kanal. Es wird zur Replay Challenge zu kommen noch ein Video geben, ebenfalls im Panzer 5-4, ebenfalls auf der Karte. Da hat er mal richtig einen rausgehauen, ja. Da wird's feucht im Höschen, Heidewitzka. Da könnt ihr euch jetzt schon mal warm anziehen. Er zeigt da echt, wie man die Kiste fährt. Heidewitzka, das ist hier ein kleines Vogelplänkel. Bäm, Stug 3B holt sich einen ab. Da gibt's mal hier einen Leineinschenker. Ramen. Schade. Schade, nicht gerammt, aber 2812 Schaden gemacht. Es bleibt noch eine Arti übrig und zwei CDs, die sich hier voller Selbstzweifel zurückziehen, völlig überfordert sind und bei 12:3 eigentlich auch nichts mehr machen können. Ja, das Ding ist für die gelaufen. Wir treiben hier nur noch an. Schaden. Kümmert sich auch gar nicht mehr um dich, das finde ich schon ein bisschen schade. Wo du doch jede Aufmerksamkeit verdient hast. Drammen. Bäm. Super. Ah. Das ist so ein böses Gerät. 67 RAM-Schaden ist es aber nur, weil es dadurch zum Tod gekommen ist. Wir haben 42 RAM-Schaden eingesteckt. Normalerweise rammt man den mit dem RAM-Schaden, also dass man 42 einsteckt und man teilt normalerweise komplett aus. Also eine Artillerie hat überhaupt keine Chance. Die schiebt man komplett zusammen. Wir haben 3321 Schaden gemacht, 410 Schaden geblockt und 286 Schaden aufgeklärt. Und wir gucken mal zu, was das reicht. Mit 6 Kills haben wir schon mal einen Krieger. Das ist schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Eine Top Gun gibt's und ein High Kaliber. 92.000 nehmen wir ein. Wir haben ein M geholt. Was für eine Überraschung. Wir haben 1900 PASIX-P geholt. Also 1899. Und das ist auf jeden Fall ein M-Wert. Das ist auf jeden Fall ein M. Aber man weiß ungefähr, auf welcher Höhe man das M angesiedelt hat. Viel Plus haben wir nicht gemacht. Wir haben recht viel Premium geschossen. 95.000 gehen für Munition drauf. Munitionshersteller freut sich. Wir haben 44 Schüsse abgefeuert. 35 haben getroffen. Viel aus der Bewegung gefeuert, deswegen ist der Wert absolut in Ordnung. Wir haben 30 Schüsse durchschlagen, wir haben viel aus der Bewegung geschossen, deswegen ist auch der Wert absolut in Ordnung. Wir haben über 300 Meter nur 228 Schaden gemacht. Ist okay auf der Karte, weil wir einen Weg gefahren sind, den man normalerweise den Heavys zutraut, oder den normalerweise die Heavys fahren. Und da gibt es nicht viel mit Kampf auf der Entfernung. Wir haben etwas weniger als 2 Kilometer auf die Kette gebracht und haben das Ganze in weniger als 6 Minuten runtergespielt. Hübsch! Sehr hübsch! Eine richtig feine Runde. Wie gesagt, es gibt eine noch bessere Runde. Die werden wir uns bei der neuen Replay Challenge, die wird wahrscheinlich am Montag kommen, reinzimmern. Und dann wird es dann richtig was Lustiges zu schauen geben. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja diesmal sogar draufklicken und ein Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Das täte mich wahnsinnig freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.